Manche Menschen strahlen, als hätten sie gerade die Sonne verschluckt. Ich kenne zwei junge Frauen, die so sind. Sie gehen mit einer gelassenen Heiterkeit durch den Tag. Die beiden sind herzlich und begegnen jedem ohne Vorbehalt. Ihr Blick sagt, herzlich willkommen. Und alle kommen gern. Ihr Geheimnis? Sie werden geliebt. Und sie wissen das in sich drin, ganz fest, als unumstößliche Wahrheit. Wenn ich in den Evangelien lese, bekomme ich den Eindruck, Jesus ist auch so. Einer, dessen Blick sagt, herzlich willkommen. Einer, der jedem gelassen und ohne Vorbehalt begegnet. Jesus wusste, dass er geliebt wird, ganz fest, als unumstößliche Wahrheit, von Maria und Josef und von Abba, dem himmlischen Vater, der, zu dem er ganz gehörte. Viele hören immer wieder, dass sie von Gott geliebt sind. Aber kommt das an? Glauben Sie diesen Satz? Mit dem Kopf oder mit dem Herzen? Wer ihn mit dem Herzen zu glauben beginnt, der wird verändert. Er kann anderen von Herz zu Herz begegnen, wie Jesus. Der konnte sogar über die Spötter unterm Kreuz zu seinem Abba sagen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich wünsche Ihnen diesen Herzensglauben, denn es ist wahr, Sie werden von Gott geliebt.